Ja, herzlich willkommen in unserer Tuax-Pressebox nach dem Halbfinalspiel 1 zwischen den Löwen Frankfurt und den Kassel Huskies vor ausverkauftem Haus. Endstand 4:1. Ganz herzlich begrüßen wir Gästecoach Rico Rossi und natürlich auch Paul Gartner. Und unser Gast hat natürlich das erste Wort. Ja, danke schön. Guten Abend zusammen. Ja, Gratulation an Paul in Frankfurt. Das war ein verdienter Sieg. Wenn wir will ein Spiel gewinnen in diesem Serie, müssen wir sicherlich besser spielen als heute. Wir haben ein bisschen langsam angefangen, aber trotzdem nicht schlecht angefangen. In den ersten zwei Tors hatten wir die Scheibe weggegeben. Und dann hätten wir wieder im zweiten Drittel, glaube ich, haben wir gut ins Spiel gekommen, hatten wir gute Chancen bekommen. Und dann kommst du aus im letzten Drittel und schießen die 3-1 und dann verlieren wir unsere Linie. Und das war ein Failure von unserer Mannschaft. Das können wir nicht, das wollen wir nicht und das werden wir nicht wieder machen. Vielen Dank für das Statement. Paul, your statement on the game, please. It's exactly what I expected. A hard-fought battle, 60 minutes. I was real happy the way we came out the first period. That was obviously a concern with the layoff, but the guys had lots of energy. And again, it was a hard-fought battle, and there's 18 or more periods probably to go. It's going to be a battle right to the end, but fortunately tonight we got a couple of bounces, got a couple of goals, and we'll rest up. We'll watch a little TV tonight, watch my son play ball on TV, and work tomorrow and be ready Sunday. Ja, also Paul, für Paul war es das erwartet harte Fight. Er war ein bisschen besorgt nach der langen Pause, wie wir rauskommen, aber war sehr zufrieden mit dem Energielevel nach dem ersten Drittel. Ja, sagt 18 weitere Drittel oder wie viele auch immer dann noch folgen werden in dieser emotionalen Serie werden kommen. Jetzt, er wird, glaube ich, Baseball mit seinem Sohn ein bisschen gucken, ein bisschen entspannen, Beine hochlegen und dann geht es ja am Sonntag bereits wieder nach Kassel, 17 Uhr. Gibt es Fragen seitens der Medienvertreter? Die Frage ging nach den letzten 10 Minuten nochmal an Rico Rossi. Ja, das gebe ich dir vollkommen recht. Das ist nicht typisch von dieser Mannschaft. Wir spielen ein hartes Spiel. Wir spielen an die Grenze. Aber dumm und undiszipliniert sind wir nicht. Aber das wären wir. I don't know. Ich habe keine Erklärung, warum wir haben im 3-1, es war 3-1, das Spiel war nicht vorbei am 3-1. Wir haben genug Talent in die Mannschaft, wieder ins Spiel zu kommen. Irgendwo hat die Jungs vielleicht gedacht, dass denen muss ein Zeichen geben, was völlig falsch ist. Das ist ein Boxing, das ist ein Street Fighting, das ist Hockey. Und das würden wir sicherlich viel lernen von diesem Spiel. Weitere Fragen? Was it about staying calm even in the situation the last 10 minutes when it was a bit of a fight? Well, it was a 60-minute fight. You have to control your emotions. Most of the time we were able to, but we talk about controlling our emotions, and it's a difficult thing to do sometimes. It's a physical game, and it's played at a high speed, and sometimes it's hard to do that, but. I think we were able to tonight. Ja, also wir haben natürlich darüber gesprochen. Es war aus seiner Sicht 60 Minuten lang ein heißer Fight und es ist ganz, ganz wichtig, die Emotionen zu kontrollieren. Physisches Spiel mit hoher Intensität, also ist natürlich ganz wichtig gewesen. And the president's here watching too, so we have to be. Ja, und der Liga-Geschäftsführer hört auch genau zu, was wir sagen. Vielleicht wär die PK anders gelaufen, oder? Was hätte zu mir sagen? Ja, guck mal, wie er da hinten steht. Ja, gut. Bei Spiel 2 ist er wahrscheinlich in Kaufbeuren oder Bietigheim. Oder er taucht in Kassel auf, schauen wir mal. Spaß beiseite. Fragen? Nein, das ist nicht der Fall. Dann haben wir noch zwei andere Stände zu berichten. Bietigheim Kaufbeuren stand 5-4, war sehr eng. Da lief das Spiel. Gucke ich mal in die Runde, ob das so geblieben ist. Scheint so. Rosenheim Krimitschau Playdowns, Spiel 1 um den Abstieg. Krimitschau gewinnt 6:4 in Rosenheim. Ich habe es erwähnt, Spiel 2 bereits am Sonntag dann bei euch in Kassel, 17 Uhr. Wir freuen uns drauf. Haben Sie noch ein schönes Wochenende bis dahin. Danke, tschüss.
Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.